Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Wie wir hier am Start mit einem neuen Case-Opening-Video. Heute Nacht kam die neue Recoil-Case raus und die werden wir öffnen. Ja, ich habe 20 Stück gekauft, 20 Keys gekauft. Insgesamt 250 Euro werden wir jetzt Schlag auf Schlag verbrennen. Wir gucken uns ganz kurz natürlich die Skins an. Ich sag ganz kurz was dazu. Ja, ich halte es heute short und knapp. Aber ich würde sagen, overall ist das eine relativ gute Case. Wir haben als Rare Special Items Gloves drin. Die hatten wir schon in zwei anderen Cases. Einmal in der Snakebite und einmal in der Broken Fang. Ja, oder andersrum, Broken Fang, dann Snakebite und jetzt hier. Können wir uns mal ganz kurz anschauen. Und zwar sind das hier die guten Teile hier, von denen ich ja nur vier Stück ganz gut finde. Zum einen die Snow Leopard, Black Tie, aber nur ab MW Condition sehen ganz gut aus. Reason the Red hatte ich damals als erst gezogen in FT. Ja, ansonsten noch die Slingshots und ja, Scarlets und Marble Fates, je nachdem. Ja, ich finde die jetzt nicht so besonders, aber naja. Wir gucken einfach mal, was wir ziehen werden. Von den Red Items haben wir einmal die Chromatic Aberration. Davon haben wir, glaube ich, auch eine Scout, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich finde den Effekt ziemlich weirdo. Gefällt mir jetzt nicht so krass, der Skin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, hat ein bisschen was, aber ist leider nicht meins. Aber was natürlich sehr, sehr geil ist, was wahrscheinlich auch viele feiern werden, ist eine Printstream USPS. Da haben wir ja die M41S und auch die Desert Eagle. Ja, also auf jeden Fall sehr nice. Kann man auch sehr gut craften mit ein paar Stickern, ne? Also das ist auf jeden Fall geil. Dann haben wir hier noch so eine Anime Weep Sword Off. Wir haben eine Visions, sieht eigentlich auch ganz cool aus, war ein bisschen was anderes. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist die hier, die finde ich auch sehr sexy. Viele wissen ja von euch, ich mag genau diese Farben, schon immer. Ich habe mal einen Deagle-Clip gemacht, auch in diesem Colorway. Feiere ich übelst. Hat so ein bisschen so diesen Malibu-Touch, so ein bisschen so dieses schöne türkisblaue Meer, finde ich immer geil. Ist auch eine meiner Lieblingsfarben. Die hier feiere ich jetzt, to be honest, nicht so überkrass. Dann haben wir eine Ventrush. Ja, hier haben die sich mit den Heightmaps ordentlich ausgetobt. Dann haben wir Dragon Tag. Erinnert mich ein bisschen an die Atheris. Dann haben wir die Downtown. Passt so ein bisschen zu dieser Oldschool Overpass Collection mit den Graffitis. Dann haben wir Crazy 8. Der, muss ich sagen, sieht ganz cool aus, aber ich spiele leider keinen Revolver. I'm not a Raid Checker at all. Für den Blue Skin finde ich die auch geil mit dem Camo und auch hier diesen Look, dass das so ein bisschen strukturiert ist und so. Die Roadblock, die habe ich mir auch schon angeguckt. Finde ich geil mit dem Holo-Effekt. Da haben sie den mal wirklich anders mal genutzt und finde ich auch sehr, sehr geil. Dann haben wir die Drop Me. Wird dann fürs Man gedroppt. Dann haben wir die Monkey Flash. Camouflage mit Monkey-Mustern. Guarded. Polymag. Ich weiß nicht. Also davon haben wir schon einige, ne? Destroyer. Die finde ich noch ganz cool. Ja, die hat ein bisschen was. Kann man bestimmt auch gut craften. Und dann Meow 36. Ja, gut. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Sieht auf jeden Fall besser aus als das Spitfire. Ansonsten haben wir ja, glaube ich, keine grünen Pharma-Skins, oder? Ja, gut. Ich würde sagen, wir starten rein. Let's go. Let's get it. Ja, ich hoffe, ihr seid hyped. Ich erwarte mir wieder nicht viel. Ihr wisst, Jungs, am Ende des Tages ist auch das hier, logischerweise, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, Glücksspiel. Und wie immer, wisst ihr ja, beim Glücksspiel, am Ende des Tages werdet ihr auseinandergenommen. Ja, und so ist auch beim Game. Wir werden jetzt öffnen und wir werden höchstwahrscheinlich, man kennt ja die Odds, zu 80% Boost ziehen. Und so ist es dann am Ende auch. Oh, zweimal die hier. Ja. Ich muss sagen, die hat halt was, ne? Die ist cool. Das Problem ist so, wenn du craftest und die Sticker hängen drüber, dann hat die halt nicht mehr diesen Effekt, glaube ich. Oder man holt sich vielleicht irgendwie auch so ein paar coole Sticker mit einem Bulle-Effekt, was das vielleicht noch ein bisschen mehr aufwertet. Na, we see. So. Drop me, perfekt. Fürs Man. Alright. Also wenn ich die USPS Printstream ziehen würde in einer guten Condition, dann haben wir das Case Opening wieder raus. Wenn es so weiter... Oh, die wäre natürlich auch sexy gewesen. Was bekomme ich, wenn ich 10-mal die hier ziehe? Wahrscheinlich ist das sogar die günstigste. Also die Glock ist bestimmt auf jeden Fall mehr wert. Und die M4A4 auch. Ist ja meistens so. Also die Waffen, die viel gespielt und genutzt werden. Logischerweise Pistols sowieso. Ne? Glock und USP, obviously. Okay, haben wir mal eine SG. Problem ist, so SG wird halt leider auch nicht mehr gespielt seit dem ultra krassen Hardcore-Nerf vor 2 Jahren. Oder wann war der? Ja, ich glaube schon. Oh mein Gott, da war gerade die Red AWP, wäre natürlich auch krass.
Revolver Crazy 8, ja, der sieht schon, also ich muss schon sagen, der sieht schon sehr geil aus, vor allem in der schlechten Condition, da kommt ja noch so ein bisschen was hier durch, oder? Sieht ein bisschen anders aus, aber, ja, schade, Digga, schade, schade, schade. Ja. Und mal wieder der kleine Tipp, ja, falls ihr noch nie ein Case-Opening von mir gesehen habt, ich sag's eigentlich immer wieder, falls ihr euch dazu entschließen solltet, diese Cases hier aufzumachen, ja, oder falls ihr mal eine gedroppt bekommt, ihr wollt die jetzt nicht noch teurer verkaufen, falls ihr was Gutes ziehen solltet, verkauft es tatsächlich im Steam-Markt, ja, würde ich euch empfehlen, weil ihr habt eine Woche Trade-Sperre und Steam-Markt hat keine Trade-Sperre. Dementsprechend in den ersten paar Tagen sind die Skins noch sehr, sehr teuer, da kriegt ihr noch ein bisschen was für euer Geld. Wenn ihr jetzt eine Woche wartet, bis es tradable ist und ihr wollt zum Beispiel auch Skinport verkaufen, erster Link in der Beschreibung übrigens, wer mal von euch Skins für Echtgeld verkaufen möchte oder auch für Echtgeld einkaufen möchte, günstiger als im Steam-Markt, der kann das darüber machen. Und ja, wenn man halt eine Woche wartet, dann sind die Preise halt natürlich sehr, sehr, sehr down, ne? Das ergibt sich ja von alleine, weil es werden jetzt immer mehr Cases gedroppt, die Case-Preise gehen runter, dementsprechend auch die Skin-Preise, ist klar, Economy, ja. Deswegen, also falls ihr was Gutes ziehen solltet in den ersten paar Tagen, oh, das ist gut. Alright, 0,33 leider, aber das ist für die Weeps, ja. Das ist für die fucking Weeps. Ich kann mir vorstellen, die ganzen Weeps rennen jetzt alle damit rum, aber ist okay, ist okay, ist okay. Ja, no Vorurteile. Alright, 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 alright. Also ich werde auf jeden Fall, außer ich ziehe jetzt was richtig Krankes, vielleicht werde ich das dann heute mal onstream ein bisschen spielen. Aber ansonsten werde ich hier, glaube ich, auch alles wieder verkaufen. Wir haben zwar Hardcore-Minus gemacht, ne? Also locker 150, wenn es so weitergeht, Minimum. Aber ich muss sagen, ein paar Purples haben wir doch bekommen. Ein paar Purples haben wir doch bekommen. Also bisher, das ist nicht das schlechteste Case-Opening, sage ich euch ganz ehrlich. Vor allem Pink. Ich glaube, Pink Chance ist bei 5% oder 7%, irgendwas, also keine Ahnung. Red ist 1%. Ja. Ungefähr so wie. Ja, wie halt auf den externen Seiten. Oh, nochmal Purple, okay. Ist aber auch leider Scratch 0,76. Eieieiei. Aber ist nicht das schlechteste Case-Opening, Jungs. Müsst ihr zugeben. Ja. Ich würde mich übrigens über eine Bewertung freuen. Kommentar könnt ihr mal schreiben, was für einen Skin ihr cool findet. Also, Prince Stream. Ich glaube, wir müssen uns nicht unterhalten, Jungs. Oh, auch nice. War auch schlechte Condition. 0,2. Ja. Ja. Also, die hat ja schon was. Ich mag ja auch die Farben, ne? Zu Weiß Gloves und so passt überkrass, Bro. Aber die Frage ist, wer spielt Negev außer Sven? Also, ich nicht. Ich nicht. Weiß nicht, gibt's ein paar Leute, die Negev spielen? Also, Mino Negev. Oh, jetzt haben wir auch mal die hier. Ah, wir haben leider nur Schmutzconditions, ne? Ey, aber, Bro. Puh, da ein Redskin wäre so huge, ey. Also, ich meine, Gloves kann er mir auch geben, aber. I mean. Das ist ja Wahnsinn. Mir fällt übrigens gerade auf, das ist ja gar kein Negev. Das ist ja eine M249 und das andere war ja eine Negev. Das ist ja Wahnsinn. Also wir haben ja Negev und M249. Bruder, ich bin komplett hier komplett bekloppt. Wieder Red. Also diese AWP ist jetzt schon zweimal durchgeflattert. Ja gut, die haben wir jetzt schon, wie oft haben wir die? 1, 2, 3, 4 Mal. naja, okay. Gute Quote, Bro. Come on. Gönn mir jetzt. Redskin. Nope. Alter, mir wenigstens das hier gegeben. Oh, die Condition ist doch 0,078, ja. Fast FN. Fast, aber nur fast. Rein. FN-Conditions machen halt immer viel aus, ne? Vor allem jetzt am Anfang, wenn die Leute upgraden wollen und so zu anderen FN-Skins und so. Oh mein Gott, das wäre so krass gewesen. Ja, die AK muss auch viel wert sein noch. Okay, last case. Vielleicht machen wir heute onstream ein bisschen was auf, Jungs. Schaut vorbei, twitch.tv/bieberboy, falls ihr mich schon irgendwann mal vergessen habt. Rein. Wobei, Twitch läuft eigentlich ganz gut, ja. YouTube ist leider dead. Ha, dead. YouTube habe ich komplett weggeblockt, aber. Alright, alright, alright. 0,364. Schade, aber ich muss sagen, die Ausbeute war jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ja? Ich muss auch unbedingt demnächst mal wieder ein Update-Video zu meinem Inventory machen auf YouTube. Ich habe jetzt einige Liquids verkauft, aber ich habe mir auch ein paar neue Schmuckstücke gegönnt. Zum Beispiel die Crimson Kimonos, das sind Tier 1, ne? Die sind super selten. Ich habe auch ziemlich gut overpaid. Ich glaube, ich habe knapp 15.000, 16.000 habe ich für die bezahlt.
Jetzt denkt wieder jeder, oh mein Gott, boy, wie kannst du das machen? Aber die sind super rare, gibt sich viele von und die haben halt das Max Red Pattern, ne? Das ist super krass. Ingame, Jungs, Hammer. Was habe ich mir noch gekauft? Was wisst ihr noch nicht? Die hier, ne, mit einem Titan. Dann habe ich noch hier die Eternal Fires drauf gemacht und so. Sieht Ingame auch so stark aus. Also Jungs, schaut mal gerne. Oder das ist ja auch ein günstiger Craft sogar gewesen. Günstiger Scout, auch cool. Machen wir demnächst mal wieder, ja. Ein kleines Inventory-Update-Video, was ich verkauft habe, was für Neuzugänge ich habe. Ich habe ein paar neue Blue Gems und so. Also seid gespannt. Ansonsten schaut auf Twitch vorbei. Ja, da reden wir fast den ganzen Tag über Skins und Zocken und Gamblen und I don't know. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dankeschön für euren Support. Wie gesagt, Skinport, wenn ihr mal Skins kaufen, verkaufen wollt für echt Geld. Erster Link in der Beschreibung, wenn ihr euch darüber registriert. Würde ich mich freuen. Kriege ich ein bisschen was ab, wenn ihr etwas kauft. Ja, ansonsten, Jungs, immer aufpassen beim Gambling. Auch hier in-game, ja, nicht nur extern und so, ganz gefährlich. Viele spielen das runter und sagen, das ist ja kein Geld, doch, das ist Gambling und es ist sehr gefährlich. Also Jungs, macht's gut, ciao, ciao.